Ihr wollt es, ihr kriegt es. Deutsche versus Ausländer. Urlaub-Edition. Part 2. Oder Fortsetzung. Keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt. Der erste Part ist bei euch mega angekommen. So viele von euch wollten einen zweiten Part. Und ich höre auf meine Community. Hey, ich bin Mohi und ich höre auf meine Community. Kannst du vielleicht meine Oma grüßen? Sie liegt gerade im Krankenhaus. Nein, verpiss dich. Okay. Spaß. Leute, so bin ich nicht. Bei Gott. Ich bin eigentlich eher so. Kannst du jetzt meine Oma grüßen? Nein, noch immer nicht. Verpiss dich. Okay. Okay, das reicht jetzt. Ich bin ehrlich dankbar, so eine Community wie euch zu haben. Also, falls ihr mich draußen sehen solltet, fragt mich ruhig nach einem Bild. Das Schlimmste, was ich sagen werde, ist... Nein, verpiss dich. Schlechtes YouTube-Intro? Check. So, jetzt zurück zum Thema. Urlaub. In diesem Video zeige ich euch den zweiten Part, wie Urlaub bei Deutschen und bei Ausländern ausschaut. Let's go! Im Hotel. Man hat die lange Fahrt hinter sich und möchte nur ins Hotel. Doch davor kommt der Check-in. Wir fangen bei den Deutschen an. Hello, welcome. Oh, Englisch. Hello, that's my family and... Ah, ich höre den deutschen Akzent raus. Moment mal, Sie können Deutsch. Selbstverständlich. Ja, prima, dann ist es ja um einiges angenehmer. Das freut mich. Nur so nebenbei, auf Englisch könnten wir uns auch unterhalten, ja? Das wäre kein Problem für mich. Lemon peasy isn't squeezy. Um Gottes Willen, nein. Ihren deutschen Akzent hört sogar ein Mensch raus, der taub ist. Wie dem auch sei, ich bin mit meiner Familie da und wir würden gerne in unsere Zimmer einchecken. Okay, einen Augenblick. Unter welchem Namen wurde das Zimmer reserviert? Herr Flutschmeister. Flutschmeister? Genau, Flutschmeister. Flutschen ohne dem EN und Meister. Mhm. Ah, ich habe Ihr Zimmer gefunden. Prima. Zwei Erwachsene und ein Kind. Ist das richtig? Ich, meine Frau und mein Sohn. Ja, ja, das ist richtig. Okay. Stopp, Papa, das ist falsch. Bimbo ist auch dabei. Ah, ja, ja. Der Bimbo ist ja auch dabei, ja? Also sind wir zwei Erwachsene und zwei Kinder. Ja, stimmt. Wir sind zwei Erwachsene und zwei Kinder. Bimbo zählt ja auch dazu. Soll ich das jetzt so ändern? Ja, ja, machen Sie das. Mein Sohn will das. Ihnen ist schon bewusst, dass der Preis um 450 Euro steigt, wenn ich diese Puppe mit eintrage. Das ist keine Puppe, das ist Bimbo. Ja, ja, 450 Euro zahle ich gerne extra für das Lächeln meines Sohnes. Okay, wird so eingetragen. Hier, die Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, super. Ein Zimmer für 4 Personen, obwohl nur 3 Leute mitkommen. Und wie ist es jetzt bei den Ausländern? Hello, welcome. Sorry, Nikis Englisch. Deutsch? Nikis Deutsch. Kein Deutsch? Nein. Türkisch? Leider kein Türkisch. Scheiße. Okay, dann Deutsch. Schön. Wie war denn Ihre Anreise? Hatten Sie eine gute Fahrt? Sorry, ich will Niki so viel mit ihr reden. Quatsch, Quatsch, bla bla. Gib mir einfach, ich will in mein Zimmer. Okay, ja, verständlich. Ist kein Problem. Unter welchem Namen haben Sie reserviert? Yusuf al-Bakwawi. Okay. Hamad, Jbawi, Makanzi, Zabraita, Bergzi, Döner, Kebab, Ayran, Yusuf, Zain. Wow, okay, gut. Was das? Ja, bin Tabri Kailuf. Ja, 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 jetzt, das war's jetzt. Kailuf, das ist letzter Name. Das war's jetzt. Hm, komisch. Ich finde Ihren Namen nicht. Soll ich buchstabieren? Oh, nein, 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 nein. Passt schon. Alles gut. Wir werden einfach Ihr Zimmer neu reservieren. Okay. Was für ein Zimmer wollen Sie? Doppelzimmer. Ja, ein Zimmer habe ich noch verfügbar. Wie viele Personen sind dabei? Eins? Zwei. Also zwei Personen. Genau. Stopp! Ihr fragt euch bestimmt, wo ist der Sohn? Haben Sie ihn zu Hause vergessen? Oder sind die ohne ihn weitergefahren, als er bei der Tankstelle aufs Klo musste? Nein, alles falsch. Der Sohn ist die ganze Zeit bei Ihnen, aber keiner kann ihn sehen. Was 30 Minuten vor der Ankunft geschah. Du weißt, was zu tun ist. Papa, ich hab keinen Bock drauf. Ich hab auch keinen Bock, viel Geld zu zahlen. Muss ich das ehrlich machen? Ja, auf jeden Fall. Ist das eigentlich nicht gefährlich? In Eimer, ich hab mit Gorilla Fangen gespielt. Das ist gefährlich. Wir werden sicher erwischt. Wenn du leise bist, keiner wird was merken. Na gut, was soll ich machen? Du gehst rein in diese Koffer und schmuggeln dich ins Zimmer. So sparen wir uns eine ganze Person. Ich passe da nicht mal rein. Na los. Gehst du rein? Und? Bist du drinnen? Ja, aber hier ist es voll eng. Ab jetzt, du musst leise sein. Okay. Papa, wohin gehen wir denn jetzt eigentlich? Psst.
Zurück in die Gegenwart. Ja, ein Zimmer habe ich noch verfügbar. Wie viele Personen sind dabei? Eins, zwei. Also zwei Personen. Genau. Hier, die Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Was war das? Ich glaube, das kam vom Koffer. Ich glaube nicht. Ich bin mir sogar sicher, dass es vom Koffer kommt. Scheiße! Sie hat mich erwischt! Dürfte ich mal in Ihrem Koffer nachschauen? Ich muss mir sofort was einfallen lassen. Hallo, der Herr. Sorry, wieso wollen Sie eigentlich in meinen Koffer schauen? Ich habe das Gefühl, dass sich eine Person im Koffer befindet. Aha, Sie denken also, dass eine Person in diese kleine Koffer ist? Ich bin mir sogar sicher. Okay, wenn eine Person in diese Koffer wäre, könnte ich dann das hier machen? Oder das hier? Okay, ich glaube Ihnen. Wenn Sie wollen, Sie können jetzt reinschauen. Nein, passt schon. Sie können in Ihr Zimmer gehen. Dankeschön. Oh, Scheiße. Okay, du darfst jetzt kommen raus. Warte. Jetzt, du darfst kommen raus. Oh, sorry. Ich glaube, ich habe mir alles gebrochen, was man sich brechen kann. Super Leistung, ehrlich. Ich habe gedacht, du wirst schreien, wenn ich trete den Koffer und schmeiße ihn gegen Wand. Aber du warst leise. Super. Ich war leise, weil ich bewusstlos war. Oh. Ich habe keine Luft drinnen bekommen. Egal, sorry. Wegen dir haben wir aber viel gespart. Wie viel Euro? Circa 25 Euro. 25 Euro? Wegen 25 Euro hast du mich in diesen kleinen Koffer eingesperrt? Ja. Yeah. Es wird jeder Cent gespart, den man sparen kann. Das war der zweite Part von Deutsche vs. Ausländer Urlaub Edition. Aber wartet, ich habe schon einen dritten Part vorbereitet. Jetzt hängt es nur mal von euch ab. Bei 10.000 Likes auf diesen Part baller ich sofort den dritten Part raus, wie Mero und Baller los. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welche Ehrenmann oder welche Ehrenfrau bis jetzt geschaut hat. Als kleines Dankeschön blende ich wie immer drei Kommentare von euch ein. Und falls ihr auch im nächsten Video erwähnt werden wollt, dann schreibt einfach einen random Kommentar in die Kommentare. Ihr wisst schon Bescheid, Leute. So, Leute, das war's wieder mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Wir sind bald 700.000 Follower. Und bye.